Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, mir ist ja noch eingefallen, wir müssen ja noch die Batterien craften. Wir brauchen schließlich auch Storage. Für die Zeit, wenn wir halt gerade mal keine Energie brauchen. Und ja, das Ding wird wohl auch nicht mehr weiterverwendet werden, denke ich mal. Vor allem, nachdem man es ja scheinbar nicht upgraden kann. Dann müssen wir sich an die da wenden. Nein. Hä? Keine Ahnung. Ja, hä? Warum? Ah, okay, jetzt. Geht das jetzt oder? Okay, passt. Keine Ahnung, warum gerade diese Meldung kam. Wenn ich da draufklicke, würde ich ja schließlich das Rezept haben. Okay, das heißt, wir brauchen. Haben wir das nicht sogar schon gecraftet? Wofür waren die nochmal da? Schon zu lange nicht mehr aufgehen. Ah, das war für den Tank. Genau. Energy Tablet. Da brauchen wir. Wir wollen 3 von denen hier. Das heißt, wir brauchen das mal 6. Das heißt, mal 12 von denen hier. Ah, das haben wir schon wieder zu wenig Redstone. Oh, die werden hier schon gecraftet, okay. So langsam, ne? Ganz allmählich. Hoppla. Vielleicht auch nur doch nur eine. Entweder eine, wo alle zusammenlaufen, oder 3 getrennte als Puffer für die einzelnen Reihen und dann noch eine. Okay, ich denke mal, ja, wir machen das mit einer Zelle. Reicht das so? Ich denke schon, ne? Machen. Sollten wir sie mal mit 2 Reihen gleich Glas machen, aus Sicherheitsgründen. Ja, die produzieren hier schon ordentlich Energie mittlerweile. Komischerweise ist aber nur der erste so überdeckt. Ich glaube, den müssen wir dann auch noch manuell platzieren oder was? Wobei, bisschen komisch ist das da schon. Warum ist der eine überdeckt und der andere nicht? Wenn ich das so mache, dann. Ja, aber so ist es dort nicht. Definitiv nicht. Mit dem Feuer im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? So, das ist einmal alles ein Glas, was wir jetzt einmal zur Verfügung haben.
Okay, aber geht eh schon einiges. So. Aber wie führen wir hier die Leitungen raus für den Output? Vielleicht nach oben? So. Erwischt. So, dann können wir hier schon mal die Leitungen verbinden und die werden dann schon mal gefüllt mit Energie. Sind ja mittlerweile schon fast voll gewesen. Okay, das teilt sich auf alle scheinbar gleich. Das heißt, wir sollten das Ding vielleicht gleich mal anschließen. Das ist mal die Frage, wo wir da hin müssen. Okay, das heißt, wir machen hier die Batterie hinein und hier die Leitungen weiter. So. Schon mal anfangen zu arbeiten. So, ja, okay, das bedeutet, wir brauchen auch weniger Redstone. Wir brauchen das Ganze, wenn wir die hier noch machen, zweimal oder vier von diesen Energy Tablets, mal 2 sind 8. Hier 11. Okay, egal, wir verwenden das einfach mal. Notfalls müssen wir mehr machen. Schauen wir hier aus. Energie voll. Der brennt ja auch. Vollgas. Okay, Moment mal. Energy Tablets. 12 mal Gold. Und Redstone. Okay, so. Also, warte, 1, 2, 3, 4. So. Eisen haben wir nicht mit. Haben wir wahrscheinlich auch keins mehr? Natürlich nicht. Nur immer her damit. So, wie viel brauchen wir? Zweimal, okay. Ah ja, Redstone war das. Gut. Basic Energy Cube. Mist. Okay, wir können hier einen Weg durchbauen. So, es funktioniert.
allerdings noch nicht, wie es ausschaut. Okay, Output. Sieht man das auch irgendwo? Ah, okay, das. Input. Okay, funktioniert. Und Output auf der anderen Seite. Sollte damit jetzt richtig sein. Ja, genau, wir sind ja wieder empty, weil der natürlich arbeitet. Ursprünglich war ja einfach die Idee, da einfach Lava, einen Lavafleck drauf zu klecksen. Das müsste eigentlich auch funktionieren, aber. Better safe than sorry. Okay. Auch interessant, die produzieren gerade mal genügend Energie, damit der hier. Okay, die Energie wird mehr, das ist schon mal gut. So, was brauchen wir hier? Osmium. Nochmal. Okay, 4 von denen. Wir haben 3. Den hier, 2 Tablets. Ja, sollten wir eigentlich haben. Ausgezeichnet. Osmium haben wir ja auch. Perfekt. Der, ja, das habe ich mal gedacht. Könnte man sich auch noch leisten, aber das ist nicht unbedingt nötig jetzt. So, das heißt, wir schalten mal alle ab und dann schauen wir mal durch. Items, aha. Input. Funktioniert. Output. Perfekt. Ausgezeichnet. Genau, wir brauchen mehr Glas. Und wir brauchen mehr Sand. Sollten wir mehr Bricks craften, weil die schauen besser aus und können abgebaut werden. Ne? Bleiben sie wie sie sind. Ja, wir legen besser mal ein paar Sachen ab. Hey, da ist sogar noch ein bisschen Redstone. Größtenteils voll, ja, sehr schön. Gut. Aber immer noch zu wenig Energie, als dass wir die hier dauerhaft so versorgen können. Das heißt, wir machen gleich mal weiter. Aber es sind ja dabei auch nur wenige.
Na, ja, hier ist auch wieder funktioniert. Hier sind die wieder schön drauf, wo sie hingehören. So, und damit ist die erste Reihe mal komplett. Gut, dass man zumindest auf die Leitungen drauf hüpfen kann. Kann man irgendwo sehen, was die produzieren? Producing 1. 0. Okay. Aber sie produzieren was. Allerdings 1 RF per Tick ist natürlich nicht viel. Doch. Okay, steht dann. Nicht wie viel das pro Sekunde ist, leider. Das weiß ich auch nicht auswendig. Kann man die hier genauso viel produzieren. Die produzieren. Machen gar nichts. Ah, jetzt machen wir. Warte, was? Sie produzieren scheinbar nichts. Aha. Angeblich aber doch. Hä? Irgendwie kommen diese Mods nicht miteinander zurecht. Oder die Firmware Expansion ist einfach wirklich komplett broken. Achso, der arbeitet hier natürlich noch, ja, okay. Gut, wie machen wir jetzt weiter? Die eine Seite hier ist ja schon mal fertig, die erste Reihe. Gleich da hinten weiter. Oh, wir sind leer. Das heißt, wir können wieder ein paar Sachen craften und den dann verbessern, ne? Einen besseren Tank draus machen. Der macht angeblich auch nichts. Ich verstehe das nicht ganz. Irgendwas stimmt da nicht mit den Producing 0. Producing 1. Oder brauchen die einfach, müssen einfach von allen Seiten so bedeckt sein, damit sie 1 produzieren. Ist auch eine Möglichkeit. Das wäre natürlich blöd. Aber vielleicht ist das ja so. Schauen wir mal, ob wir den Tank upgraden können. Wir haben hier schon den Advanced. Okay, wir brauchen hier noch die 4 und 4 Eisen. Hey! Waren die anderen Cores dann schon war das dann schon für die Speicher? Dann wagen wir uns dabei mal wieder nach unten, ne? Beziehungsweise wir schauen, dass die hier genug zu tun haben. Throughput kann man sich hier auch nicht anschauen, ne? Das wäre schon interessant. Die Energie wird nämlich weniger. Irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl einfach, dass das alles nicht wirklich so funktioniert, wie es funktionieren soll. Vielleicht liegt es an den Leitungen. Wer weiß.
Okay, egal, wir schauen erstmal runter. Beziehungsweise da noch. So. Legen wir nochmal ab, was wir so können. Also nix. Was? Du kommst da nicht mit? Also fliegt diese hier. Stein hier hin. Okay. Gut, Freunde, das war's auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!